Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von Secret of Mana 2. Oh mein Gott, von den G-Trends, Entschuldigung. Mit dabei ist der Kibbel, hallo. Warum hast denn du gelacht, hallo? Naja, Secret of Mana 2, die deutsche Übersetzung von Secret of Mana 2, von Secret of Mana 2, hallo. Und also, die Mary ist auch mit dabei, hallo Mary. Yeah, hallo. Jo, und wir sind hier an der Treppe, wo wir jetzt runtergehen. Ha. Ja. Hätten wir vielleicht doch in der Mitte runtergehen sollen? Ich hab keine Ahnung. Oh ja, scheiße, werden. Aber da war bestimmt nur ein Speicher, Ja, bestimmt. Also kein Kissen oder so, glaube ich nicht. Ja, wir brauchen ja nicht speichern. Es geht dumm. Was? Ja, jetzt Game Over. Upsala. Was macht dieses Loch hier? Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich sehe gar kein Loch. Der zeigt gleich. Welches Loch. Habt ihr das gehört? Ich muss weg! Nein! Du musst weg! See ya! Na klar, gefangen, so ein Arsch. Außerdem ist das Juwelenfresser erscheint. Genau, das Loch ist doch jetzt aufgekommen. Irgendwie. Wer von euch kann zaubern? Ich, jeder. Nee, Mary, theoretisch. Und wir haben noch. Zaubern? Theoretisch ja. Nee, noch nicht. Du musst noch ein Skill. So, ja. Aber wir haben noch die Items, hier, diese Augen. Ja, Pilzkopfs Auge, ein Gegnerschlafangriff, Intelligenz, Geist runter. Das kannst du machen, der zaubert nämlich. Der hier? Ja, den kannst du machen, weil wenn der zaubert, dann zieht er weniger ab. Genau. Das ist eigentlich eine ausgezeichnete Idee. Super Idee. Wisst ihr, der Bertie kann hier ruhig mal mitmachen hier mit seinen komischen Thermie-Pille, der uns hier wunderbar gut helfen. Ne? Verhalten mal ein bisschen, versuche ich eure HP da unten halt noch. Ja, einer muss mal die HPs, eigentlich macht das Mary als Zauberin normalerweise. Ja, aber Mary zaubert ja noch nicht. Okay. Jetzt nein, Kristalle alle auf meinen Kopf. 27, billig. Ja, toll. Jetzt geht's BAM, Alter. Kraftschlag. Bäh. Also meine zwischen rein immer. So, wer ist das Killbild auch? Ja. Kill B. Das brauchen eigentlich immer alle, weil das macht jetzt 2-3 Mal bestimmt noch. Gute Idee. Aber ja. Nicht mal den Kristall. Aber wir haben nur noch 5, ne? Warte mal, du hast noch so einen Erdangriff, oder? Ja, aber ein Erdangriff gegen ein Erdmonster, was soll denn das bringen? Da kriegt der vielleicht noch HP. Ja, hast recht. Ja, lieber nicht, hast recht. Oh ja, wir wollen schlafen lieber. Gut, das wär's jetzt, oder? Ja, das wär's wirklich. Aber ich glaube, damit haben wir keinen Erfolg bei Gegnern, also Endbossen. Bam, bam! Kablam, bam, blam, bam! Du bams! Ja, ich mach wieder hier Schattenboxing. Scheiß die Wand an. Nein, kein Juwelen kriegen! Nein! Auch wieder bei mir auf den Kopf, weißt du? Ja. Ich werde jetzt erstmal einen Bonbon lutschen. Lutschen? Lutschen. Ja. Der Pig lutscht jetzt. Aufpassen. Yummy. Yummy. Genau. Das ist noch nicht hin, ne? Was auch wieder das Ende. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst auch mal angreifen. Ja, ich jetzt. Klar. Hey, du kannst das ab. Oh, bis jetzt. Harter Schlag. Erdbeer. Das sind so geile Pixelfehler. Aber die sind normal. Ich hab gehört, die sind auch im Japanischen sogar. Kill B. Woher die kommen, weiß ich auch noch nicht, woher diese Pixelfehler kommen. Welche Pixelfehler? Ich sehe keinen Pixelfehler. Doch, da können wir mal bei, wenn ihr einen großen Zauber macht, dann müsst ihr mal die Abdrücke genauer gucken. Die sind okay. Nicht, die sind nicht ganz genau richtig ausgemalt, wenn es so ist. Er hat seine Abwehr gesteigert. Nehmt ihr auch eure Special-Angriffe? Logisch. Guck mal drauf, ey. Mary müsste mal wieder Special jetzt haben. Also. Hab ich doch. Ich die ganze Zeit, aber es hat irgendwie. Boah, jetzt ist es verloren. Mary muss aufladen. Jetzt. Alle, ist gut. Ach ja, ist gerade down. Deswegen. Ach, ich dachte schon, dass ich das nicht so der typische Endgegner muss natürlich explodieren. The Bam! Egal, ob er Grund hat zu explodieren oder nicht. Jetzt müsste. Also, ja. Braucht halt einen dramatischen. Siehst du hier unrecht? Siehst du hier unrecht? Jetzt seh ich's, ja. Die unrechte Pixel, der war schon immer drin. Ich weiß nicht, woher der kommt, der war auch schon bei SNES Project Version drin. Und soweit ich weiß, auch in der japanischen Version. Ich weiß nicht,
woher der kommt und warum der dort ist. Das weiß nur der Wind. Oder der Special. Der Special wird's uns schreiben. Wo ist er? Ist er weg? Das war der legendäre Juwelenfresser. Alle 1000 Jahre wird einer im westlichen Diamantental geboren. Was geschieht nun mit der Welt? Erst verschwindende Trogi und jetzt das? Hey, wer spricht da über mich? Ich bin der Rocky. Was? Rocky, es geht dir gut? Wer spricht Rocky? Natürlich, schau mich an. Ich strotze nur so vor Kraft. Ich habe ein Nickerchen gehalten, als das Ding mich in seine Höhle geschleppt hat. Ich schätze, wenn ich nicht aufgewacht wäre, hätte es mich gefressen. Sehr lustig. Das ist nicht lustig. Ja, doch, das ist lustig. Ja. Wenn man noch Drogen ist, dann schon. Yeah. Rocky, kannst du uns helfen? Hey, schöne Frau. Bitte, wir brauchen deine Hilfe, um das Tor zum heiligen Manaland zu öffnen. Für dich? Kein Problem. Überlass das nur mir. Rocky schließt sich dir an. Rocky schließt sich an. So. Rocky hat sich alle. Hier, ihr seid jetzt mit Rocky befreundet. Unglaublich. Einfach unglaublich. Unglaublich. Du musst drücken, oder einer von euch muss drücken. Ich kann nicht drücken. Nun, wie kann ich euch je dafür danken? Wartet, ich weiß. Ich gebe euch dieses blöde Schießpulver. Wie wär's mit kostenlosem Schießpulver? Was? Sounds good, aber was haben wir davon? Schießpulver halt. Yeah. Soll ich euch mit meinem Wundertau herausbringen? Nee, mach mal nicht, lass mal zurücksleveln. Ja, das klingt gut. Okay. Ich kehre nun in mein Dorf zurück. Passt auf euch auf. See ya. So, dann tun wir nämlich auch den anderen Gang mal da, den wir ausgelassen haben, ausprobieren. Beziehungsweise ein bisschen leveln. Und dann sehen wir vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, eine Fledermaus. Eine Flottermaus. Eine Flottermaus, genau. Die Flottermaus. Zwergentunnel. Ach, ich muss auf Start drücken. Als Player One kann ich mich ja nicht aus dem Spiel zurückziehen. Okay. Und deswegen... Bonbons 10. Toll. Bonbons auch. Genau. So. Mach, auf. Sehr schön. Auch gleich mal aufgefresht. Bin ich nicht eine coole Sau? Ja. Total. Also, du bist jetzt hoch. Ja. Sind Sie sich ganz sicher? Ich bin mir nicht sicher. Auf. Minus. Böser Goblin, ich habe es gelesen. Oh, wie lange das dauert, bis er sein blödes Schwert zieht und endlich mal das erste Mal angreift, ey. Ich bin ein blöder Dieb, ich brauche lange. Die Diebe brauchen immer lange. Oh. Nein! Nein! Okay. Knapp daneben. Sie. Oh nein! Eben, schon wieder. Und wenn wir jetzt stehen bleiben, kommt garantiert wieder mal keine Truhe, weil das ja klar ist. Oh ja, Special-Angriff voll daneben machen, das ist echt cool. Ich bin bekannt dafür, den Special-Angriff daneben zu machen, ey. Ja. Und? Jetzt gehen wir mal hier runter. Ach ja, wir wollten ja mal da unten lang gucken. Ah, ich hab's gehört. Schnell speichern. Speicher. Das können wir auch bitte, tun. Können wir gleich mal abgleichen, ob wir noch synchron sind, ne? Ja. 3, 46, 51. Jo, richtig. Genau. Wahnsinn. Das ich bin absolut begeistert. Das Spiel ist gespeichert. Das Getriebe. So. Dann mal weiter, Jungs. Dann gehen wir mal weiter zurück. Ja. Ja. Und hoffen, dass wir mal den Fledermaus sehen. Die Flottermaus. Ja, die Flottermaus. Die Film, die Flotters? Wie bitte? Kennen Sie den Film, die Flotters? Ich kenne die Serie, die Flotters. Ja, da gab es auch als Serie. Und da gab es ja auch mal als einmal als Film. Deswegen, die Flottermaus. Das klingt auf jeden Fall, die Flottermaus klingt nach einem Pokémon. Ich bin so Goblin. Ah ne, zum Schluss kommt er immer. Oh, ich hab noch super Special Move hier. Brauchen wir nicht mehr. Ey, immer wenn ich loslege, bam, alle weg. Muss ich halt mehr beeilen. Ich bin doch ein Gummi, ey. Naja, weil du dich ja über den Namen aufgeregt hast, haben sie sich gedacht, nö, bleib ich halt weg, bäh. So ungefähr, ne? Weil jetzt kommt er auf die Kiste, wenn? Da oben.
Ja, das wär's jetzt gewesen, ne? Definitiv, ey. Jetzt gleich haben wir's geschafft. Der ist vergiftet von uns. Kill Bill. Nee, jetzt nicht mehr, egal. Ja, nach dem Kampf bist du sofort entgiftet. Ich bin refreshed. Ja, siehst du das? Die Flottermaus ist nirgendwo. Die Flottermaus ist weg, sie ist ausgestorben. Das war eigentlich ein Gegner, der auf der schwarzen, auf der roten Liste steht. Und wir haben ihn ausgerottet. Genau. Ich hab die Flügelmaus ausgerottet. Das ist nur deine Flügelmaus. Dafür gibt's jetzt einen vom Kopf. Nein. Oh. Siehst du, wenn ich mal wieder vergiftet bin? Warum ist denn eigentlich das Heilkraut so ein komischer Rettich oder sowas? Ja, weil... Das ist kein Rettich, sondern es soll bestimmt ein Herz sein. Meinst du? Ja klar. Eckiges Herz? Ein Herzkraut. Weißt du, was? Gut, okay. Kräuter sollen ja heilen. Ja. Sieht aus wie ein Radieschen. Ja genau, Radieschen, das habe ich gesucht, das Wort. Ja, aber ist das noch? Das ging mir letztens beim Bäcker so, ich wollte einen Pfannkuchen, oder zwei Pfannkuchen kaufen. Oder andere kennen das auch als Berliner. Ja. Oh, und dann stand ich da vor und habe gesagt, von denen da, ich habe gerade den Namen vergessen. So ging es in letzter Zeit irgendwie. Steigt schon wieder auf. Und ich kann nur Intelligenz, Vitalität. Ja, mach einmal, wie du willst, der Zauberin mal werden. Also du brauchst Intelligenz und Geist. Geist ist, glaube ich, für. Sei schlau, nimm Intelligenz. Ja, ich nehme Intelligenz davon ab. Also ich glaube, Intelligenz tut quasi die MP auffrischen und Geist. Und Geist die Stärke der Zauber. Oder anders. Ja, eins von beiden war das schon sein. Das können wir mal noch nachforschen bei Gelegenheit. So, bitte mitkämpfen, sonst sterbe ich hier noch vergift. Also, hast du jetzt mal drauf MP ist gleich geblieben. MP ist gleich geblieben. MP, ja. Also okay. Ist es Intelligenz für die Stärke und Geist ist wahrscheinlich MP dann. Genau. Okay, dann haben wir es mal gleich mal. Danke, Mary. Ja, was nützt dir das, wenn du schlauer bist? Ja, dann heißt ja nicht automatisch, dass du dann mehr machen kannst. Doch, ja gut, okay, eigentlich schon. Du bist nie. Doch, wenn du schlauer bist, dann sind die Zauber stärker. Haben wir doch gerade gesagt. Ja, genau. Ich habe mir das bloß gerade nochmal hergeleitet. Ach so, versucht. Aber es kam immer noch keine Flottermaus. Ausgestorben. Doch? Nee. Nein. Zack. Ein Traumkraut, sehr gut. Da können wir uns entschlafen, glaube ich. Oder? Ist das so eine Art Wecker? Nee, das wechselt doch die Tageszeit. Ach, okay. Ach, das war das, was ich bei euch aus Versehen mal eingesetzt dieses habe, epische. Obwohl ich es gar nicht eingesetzt habe. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Ja, im Parallelen. Ja, genau. Oh, da war eine Kiste. Ja, eine Kiste können wir verschmerzen. Ja, am Ende sind wir echt verschmerzen. Ich hab das Ding verschmerzt. Weil hier rumbohrt's, Alter. Weil hier rumbohrt's in der Kiste. Kiste! Die lassen ganz schön viele Kisten fallen. Die können ruhig mal ein paar Waffen fallen lassen. Ja, aber die sind nämlich bei Diablo. Nein, die lassen ja auch Waffen fallen. Ehrlich? Ja, Waffen und Rüstung. Das finde ich neu. Also Rüstung definitiv, oder? Also so war es im ersten Mal, da ich überleg gerade. Lass uns mal schlafen gehen. Das ist eine sehr gute Frage für unsere Zuschauer. Was lassen die hier fallen? Waffen und Rüstung oder nur Waffen oder nur Rüstung? Entscheiden Sie jetzt. Genau. Trigger. Rufen Sie jetzt an. Ich drücke jetzt gleich den Hot-Button. Rufen Sie jetzt an unter XXXX. Oder willst du eine Nacht hier schlafen für 60 Luke? Rufen Sie jetzt endlich an. Ich lege nochmal 100 Yen drauf. Luke. Luke, ich bin dein Vater. Ja. Oder Lack, wenn ich mich nicht mehr ausspende. Harzingers Tag. Ja, Harzinger, die erinnert mich immer irgendwie an den Harzer Roller. Und der Harzer Roller erinnert mich zwangsläufig durch den Geruch irgendwie an diverse Toilettengerüche. Was? Warte mal, jetzt haben die hier nichts Neues, oder? Nee. Jetzt müssen wir raus. Neues Stuff gibt's erst in den neuen Hood. Aber wir können mal uns eine neue Bonbons kaufen. War nicht hier rechts noch irgendwas, der Typ, der da
der gesagt hat, wir warten erstmal auf Gary, bevor es mal geht. Ich kaufe jetzt ja trotzdem erstmal noch ein paar Bonbons, ja? Kaufen, kaufen, kaufen. Kaufrausch. Ja, Bonbon-Kaufrausch. Give me all your Bonbons. Ja, Bonbons, Bonbons. Wie heißt ein Bonbon auf Englisch? Bonbons. Nehmen wir ein Sweet. Give me all your Sweets, so. Sweets. Sweetser. Hahaha. Die Schweizer sind die besonders süßen. So, jetzt schweißt du ganz ab. Ja, aber total. Lass mal hier reingehen, ich glaube. Ja, wir gehen nochmal rein. Der hat doch irgendwie Zapfdämon, ich mach den Waffen. Berti hatte doch hier seinen coolen Waffen. Wir Zwerge spielen Waffen aus Metall. Das wird in diesen Minen gewonnen. Was wird in diesen Minen gewinnen? Oh ja, willkommen. Haben wir schon. Ja. Haben wir schon. Federweste, das war das Lustige. Ja, nix Neues hier, ey. Nee, das war der Feder. Federspange war das. Ja. Federspange, ja. Federhaarspange. Nee, Federhaarspange. Das Video sollte mal langsam online gehen, ja? Schießpulver, sicher. Ich glaube, Berti hat welches. Er ist ja, aber hat er uns das nicht schon gegeben und ist danach abgezischt? Ja, eigentlich schon. Warum wieder mehr bist von mir? Ich will dir noch mehr holen. Vorsicht, halt das Pulver. Ihr werdet. Wieder der. Was macht? Ja, hast du das weggedrückt oder den Trigger? Ja, ja, natürlich habe ich das weggedrückt. Wir haben den doch schon 3000 Mal gesprochen. Achso, gut. Ja. Das ist so lang. Also, bist du Berti? Wusstet ihr, dass Foggy unser Schutzpatron ist? Sein Schutz lässt uns hier. Sicher leben, ja. Hatten wir auch schon vorhin gesehen. Es muss irgendein Laden sein. Ach, der bestimmt der hier ganz oben. Kippe wollte bestimmt unbedingt den Text zu Ende lesen. Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Berti, hallo. Bist du Berti? Nein. Willkommen. Hier, hässliche Waffen, die habt ihr schon. Da stand Primär, hast du das gesehen? Was stand da? Dieses eine Ding soll angeblich Primär heißen. Nietenhandschuh. Baselart. Haben wir geguckt, das passt. Und das andere hier. Fram. Primär. Das ist ein Frame A. Was? Primär, ne? Ein Frame A. Ein Frame A, genau. In HTML. Oh ja, das gibt's wirklich. Das ist eine Ablage. Ja, das haut hin. Okay. Waren wir jetzt hier schon drin? Ja, ne? Ja, da haben wir die Bonbons gekauft. Das ist ein Speer. Waffenart Speer. Bei dem waren wir jetzt auch schon drin. Ja. Ist ein. Jetzt waren wir schon überall, ne? Weißt du, dass das eigentlich. Hast gehört, weißt du, dass das recht peinlich ist? Die Frame oder Framea ist ein germanischer, also deutscher, Wurf- und Nahkampfspieß. Also ich als Deutscher hätte es. Oh, das ist die Flattermaus. Flattermaus. Das ist die Flattermaus, ne? Ja. Okay, dann passt. Aber weißt du, dass es peinlich ist? Wir als Deutsche wussten nicht mal, was ein Framea ist. Wo, aus welchem Dorf kommt das Ding? Ja, germanisch. Das ist ein germanischer. Ja, aber die Germanen heißt doch nicht automatisch Deutschland, oder? Es sollte da auch herkommen, oder? Also, germanische Wurf- und Nahkampfspieß. Ein Spieß. Ja, einen Spieß benutze ich, wenn ich ja Raclette machen möchte. Dann kannst du es demnächst mal auch auf eine Framea machen. Ja, dann mache ich ein Framea-Raclette, genau. Ja. Gut, nee. Oh, wir sind schon wieder just in Traurheim. Yes, gut. Cool. Genau, Safe Point, ist genau richtig. Ja, das ist perfekto. Also sehen wir uns dann wieder im nächsten Part mit Schießpulver in der Tasche. Dass wir dann zu dieser Bambuja-Kanone kommen. Ja. Mary, du wolltest gerade irgendwas sagen? Nee. Okay, es klang so. Wir sehen uns das nächste Mal auf der Goldenen Straße zur Bombardierkanone und lernen diesen tollen Bombardierer, wie er heißt. Ich weiß noch genau, wie er heißt. Ja, wir werden uns wegbombardieren. Und wegbombardieren, genau. Also, bis dahin. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.